Wer denkt bei solchen Bildern an Forschung? Doch genau darum geht es am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen. Spitzenforschung in den Sektionen Infektionsforschung, Neurowissenschaften und organismische Primatenbiologie. Hallo, ich bin Philipp Rose. Die Affen sind uns Menschen von allen Tierarten am ähnlichsten. Als Tierpfleger zu arbeiten, ist spannend und vielfältig. Primatenhaltung im wissenschaftlichen Kontext ist in Deutschland extrem selten. Das ist der Grund, weshalb sich Tierpfleger am Deutschen Primatenzentrum mit vielen Fragen beschäftigen müssen, die üblicherweise nicht in der Ausbildung zu diesem Beruf vorkommen. Die Pflege von nichtmenschlichen Primaten für Forschungszwecke stellt sie zudem vor besondere Herausforderungen. Die Wissenschaft ist auf die Tiere angewiesen. Für viele Versuche ist es sehr wichtig, dass sich unsere Primaten nicht zu sehr an Menschen gewöhnen. Wir müssen auch sicherstellen, dass sie sich nicht mit menschlichen Krankheiten infizieren. Das sind wichtige Gründe, weshalb der Kontakt mit den Affen am Deutschen Primatenzentrum nicht besonders eng ist. Neben der Tierpflegeausbildung in der Fachrichtung Forschung und Klinik geht es um eine möglichst artgerechte Haltung und Versorgung der für die Forschung gehaltenen Tiere, um das Hygienemanagement, um Wissen zu Verhalten, Systematik, Anatomie und Physiologie der einzelnen Tiergruppen sowie Zucht und Aufzucht der Tiere.